In Berlin hatte sich ebenfalls eine bewaffnete Gruppe gebildet. Die Bewegung 2. Juni, benannt nach dem Todestag des Studenten Benno Ohnesorg. Die Genossen vom 2. Juni übten in ihren Quartieren mit Waffen und filmten sich gelegentlich dabei. Auch bei ihnen tauchten unter anderem Bader und Enzlin auf. Ja, ein-, zweimal die Woche. So häufig. Ja, ja. In irgendwelchen illegalen Wohnungen und waren dann 1000 Besprechungen und Planungen und Machen und Tun. Und wie hat sich bei diesen Gesprächen Bader verhalten, wie hat sich Enzlin verhalten? Also wenn Sie da mal so Ihre Eindrücke schildern können. Naja, Enzlin mehr so psychologisch oder was und Bader halt so vulgär losgetutet und irgendwelche großartigen Feldzüge geplant und Pläne geschmiedet. Und sie hat eigentlich immer nur die Leute bearbeitet, dass die auch bei der Stange bleiben. Ja, die hat immer ein bisschen abseits in der Ecke gesessen und so Handtasche mit der Knarre drin, so zwischen Beinen und in der Ecke gesessen und hat den ganzen Fall quasi so vom Hochstand überwacht oder so. Und hat dann auch ins Gespräch eingegriffen? Wenn es vonnöten war, ja. Wenn es nicht die richtige Richtung gekriegt hat, dann hat sie schon eingeschaltet. Ansonsten hat er geredet. Hatte sie so ein, kann man sagen, dass sie so ein psychologisches Geschick hatte, auf Leute einzugehen, auf Leute... Hervorragend, beste Psychologin, weit und breit. Also die hat richtig nach ein paar Minuten gewusst, wo hat jeder hier seine schwache Stelle. Jeder hat ja einen psychischen Jurist irgendwo eine Achillesferse und die hat die sofort rausgefunden. Also nach ein paar Minuten die Leute an sich ansehen und so hat die genau da die Axt rein. Ne? Oder wie das Feigen, das Lindenblatt von Siegfrieds Rücken, sagen wir mal so. Also es hat die sofort gewusst, wo hat da jeder seine schwache Stelle. Und damit hat sie den angemacht, um den dann weiter zu motivieren. Die Bewegung 2. Juni war aus der Drogensubkultur entstanden. Eine Art anarchistische Konkurrenzorganisation zur RAF. Hier hatten Bader und Enzlin es nicht so leicht, neue Leute zu rekrutieren. Eines Tages führte Baumann gemeinsam mit seinem später unter nie ganz geklärten Umständen erschossenen Freund Georg von Rauch ein Gespräch mit Bader und Enzlin zwecks Zusammenarbeit. Ohne Ergebnis. Sagen wir mal, es war prinzipiell der Zusammenschluss von zwei verschiedenen Sachen. Also erstmal waren wir Haschischraucher, die haben nur Speed-Tabletten gefressen. Und was ja eigentlich eine Paranoia ja nur noch fördert. Also der Bader zum Beispiel, da gesessen, hat sich immer so die Haare schon weggezogen, die standen schon ab, so wie zwei Hörner beim Deibel. Und schon den Schaum im Mundwinkel und so von den vielen Reden und Brabbeln und Reden und Zigaretten und Kaffee und noch eine Speed-Tablette. Und also dass man immer paranoider wird, was ja beim Haschischraucher nicht der Fall ist. Der sitzt ja ganz ruhig da und hört sich das alles an oder so. Und dann wurde uns natürlich, das genau wurde uns immer vorgehalten, also dass wir in dem Sinne eigentlich lustbetont sind, was wir gar nicht sein sollten. Wir sollten also ganz rigide Berufsrevolutionäre sein, wie ein Fabrikarbeiter halt, der früh morgens zu Siemens geht und damit basta. Und das waren also, als ob da zwei verschiedene Welten aufeinander stoßen.